The Iconians have pinned the blades in our backs for too long. They have destroyed our homes, killed our people, and left a trail of chaos and death throughout the quartet. The arrival of their heralds signals the beginning of the end. The battles to come will determine the galaxy's future. Arm yourselves! War is upon us! Yo, moin, liebe Leute, und ahoi, liebe Landratten und Rättchen, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Star Trek Online. Auch heute wieder mit dabei der Chakotay. Mahlzeit. Der Knieblund hat uns leider schon verlassen. Ja. Nur noch wir zwei. Der war ja die letzten zwei Folgen dabei. Jetzt ist er müde. Jetzt müsst ihr nur noch mit uns vorlieb nehmen. Aber froh, das wird wahrscheinlich die letzte Folge jetzt für heute sein, oder? Weiß ich nicht. Die neue Verbindung. Nach der Verhaftung von Ghul Madrett ist es nun an der Zeit, mit den neuen Dominien ein für alle Mal Schluss zu machen. Mit Ghul Madrett in Gewahrsam müssen wir einen entscheidenden Angriff starten, um die Bedrohung durch dieses neue Dominion ein für alle Mal ein Ende zu setzen. Die Sternflotte bereitet einen Angriff auf Urias 3 vor. Was wir für eine Festung der Alpha Jem'Hadar halten. Da sie bereits Erfahrungen im Kampf gegen den wahren Weg sowie die Jem'Hadar haben, möchten wir, dass ihr Schiff der Kampftruppe beitritt. Das wird wirklich dezent zu spät jetzt. Doch seid gewarnt, Admiral, dies ist der Ernstfall. Je nachdem, was passiert, ist dies entweder das Ende des Krieges oder der Beginn eines neuen. Viel Glück. Da ist ein Schreibfehler, steht der Beginn eines neuen. Ich überlese diese ganzen Rechtschreibfehler einfach, um es einfach korrekt. Ja, ich wollte es nur sagen. So. Das Urias-System verfügt über 6 Planeten. Von diesen Welten ist einer der Klasse M zuzuordnen. Urias 3 ist unbewohnt und wurde über Jahrzehnte hinweg durch den Obsidianischen Orden für Trainingszwecke und als Ort für Sprengungen genutzt. Im Jahre 2371 nutzte der Orden das System als Standort für eine Flotte, die in den Gamma-Quadranten eindringen und die Heimatwelt der Gründer angreifen sollte. Der Angriff schlug fehl und die Schiffe des Obsidianischen Ordens wurden in einem Gegenschlag durch die Jem'Hadar zerstört. Hey, Rainer. Bringen wir es hinter uns. Admiral, die USS Indianapolis ruft uns. Ich leite es auf den Hauptschirm. Die Flotte steuert ihre Position an, Admiral. Bereiten Sie sich darauf vor, den Jem'Hadar zu zeigen, aus was für einem Holz die Sternflotte geschnitzt ist. Jo. Ah, da hinten sind Feinde. Aha. Feinde. So, wir gerne weg. Ja, da sind schon noch ein paar. Ja.
tödlicher Fehler. Senden Sie ein Signal an die USS Indianapolis. Ja, die Sensoren zeigen keine verbleibenden Kräfte des wahren Weges mehr an. Admiral, die Indianapolis scheint in Schwierigkeiten zu sein. Ich empfange ein Notsignal. Alle Schiffe der Sternenflotte. Mehrfache Höhlenbrüche. Mannschaft in die Rettungskapsel. Wir müssen... Warpkern... Schubkontrolle versagt. Die Indianapolis, Sir. Sie ist... von uns gegangen. Ich erfasse mehrere Rettungskapseln in der Umgebung. Die Lebenszeichen sind schwach, aber konstant. Wir sollten sie schnell an Bord holen. Die Sensoren zeigen, dass Verstärkungen des Warenweges auf dem Weg hierher sind. Wir sollten die Rettungskapseln verteidigen, bis wir sie an Bord holen können, Admiral. Aussendung erhalten, Alpha Quadrant Retter. Du kannst ein paar Sachen hier einsammeln. Ganz kurz. Ja. So, hier. Ich kann aber gar nicht runterbeamen. Ah, jetzt. Text, du, ich? Du. Okay. Admiral, ich erfasse Lebenszeichen der Sternenflotte auf der Oberfläche des Planeten. Die Werte deuten darauf hin, dass die Jem'Hadar ein Camp auf der Oberfläche haben. Wenn eine der Rettungskapseln auf dem Planeten gelandet ist, wurden die Überlebenden möglicherweise von den Jem'Hadar als Geiseln genommen. Ihr Außenteam wurde bereit zusammengestellt, Sir. Der Truppentransport ist bereit. Ein Transporterraum, aber ist... Ja. Am Ende kommt's auf denselben Sinn. Ich empfange Signale der Sternenflotte, Admiral. Einige der Lebenszeichen sind unbeständig. Wir müssen die Überlebenden finden und sie auf die Krankenstation beamen. Okay. Let's do so. That's what she said. Also jetzt ernsthaft. War die Frau, die das gesagt hat, wenn nicht. Schießen du da noch? Da hinten war noch eine. Hilfe! Das kann ich euch noch nicht befreien. Meine Brücken auf die Zähne gefangen. Ja, deine. Ja. Wo liegt die denn? Irgendwas im Nichts auftauchen müssen. Sie weiß gar nicht, wo die liegt. Hier liegt sie. Gefunden.
Ja. Weg mit euch. Ich hab euch markiert, weg. Du auch, genau. Ich hab auch gerade jemand markiert, da links, genau. Ist da noch einer? Au. Auszeichnung erhalten, eine Haie im Gewässer? Na, warte, ich muss eben scannen. Hast du den Text noch? Ja. Dann musst du. Die Überlebenden wurden direkt auf die Krankenstation geblieben. Die Sensoren zeigen keine weiteren Besatzungsmitglieder der Sternflotte auf dem Planeten an. Und unser Scan hat einige anomale Werte in der näheren Position gezeigt. Vielleicht sollten Sie es überprüfen, Sir. Ich kenne die Mission. Admiral, mein Tricorder zeigt an, dass die Anlage eine Brutstätte für Alpha-Jammer da sein könnte. Wenn das stimmt, sollten wir versuchen, sämtliche Inkubatoren zu orten und zu zerstören. Den Text hatte ich jetzt zum Beispiel gar nicht. Russell White. Bin ich immer wieder rein. Oh, ich hab wieder Text verloren. Ich hab gar keinen Text hier. Ich glaub, da ploppt mir gerade kurz einer auf, warte. Oh, Inkubator sabotieren. Hier außen. Warte. Admiral, mein Tricorder zeigt an, dass die Anlage eine Brutstätte für Alpha-Jammer da sein könnte. Wenn das stimmt, sollten wir versuchen, sämtliche Inkubatoren zu ordnen und zu zerstören. Das hatten wir schon. Ja, das war so der verspätete Text. Hier kommt gleich ein Gründer. Guck mal, die haben Eier. Die schlüpfen. Weiß wo? Admiral, dieser Jammer da hat davon gesprochen, seinen Göttern nicht gerecht zu werden. Sie glauben doch nicht, dass es hier Formwandler gibt, oder? Mein Tricorder erfasst einen Großteil der Lebenszeichen, die wir vom Schiff aus festgestellt haben. Wenn die Formwandler eine neue Verbindung gegründet haben, ist das eine Bedrohung für die gesamte Föderation. Millionen sind im Krieg mit dem Dominion gestorben, Sir. Es liegt an uns, herauszufinden, warum die Formwandler hier sind und ob sie beabsichtigen, einen neuen Krieg zu beginnen. Darf ich mitmachen? Lars, Hass und Angst vor den Solids. Solids hat uns alle in Gefahr gebracht. Wenn er sich nicht mit dem wahren Weg zusammengetan hätte, wären sie nicht hier. Richten Sie über ihn, wie Sie es für richtig halten. Er ist nicht länger ein Teil unserer Verbindung. Okay. Hallo. Hallo, Gründer. Hallo. Enemy target on center.
Warte, ich spiele jetzt das Lustige auf dem Kopfspiel. Nee, das war falsch. Der war's. Ups. Entschuldigung. Wollte ich nicht. Das ist wehgetan. Ey. Ich hoffe doch, es hat wehgetan. Ey. Der spielt die ganze Zeit, Lasso mit mir. Lars, war das nicht dieser Angriff? Au! Aua! Hey! War das nicht dieser andere Formwander, der auch ein liebstes Name vorkam? War das? Ja. Au! Kann sein, ja. Der sich in Nebel verwandeln konnte? Ich glaube, der war eigentlich. War das ein guter sogar? Nein, nein, der war böse. Der konnte sich in Nebel verwandeln. Den hat Odo doch irgendwo im Weltraum gefunden. Wie unsere vier Geschütztürme den hier voll von allen Seiten in Mangel nehmen. Ist auch gemein, oder? Ja. Endlich ist es Suppe. Komm mal, der Fang. Auszeichnung erhalten, Freundschaften schließen. Wir wollen einfach nur in Ruhe gelassen werden. Wir werden ihrer Föderation keine Probleme mehr bereiten, solange sie uns keine Probleme machen. Geht erschreckend aus wie Odo. Ja, ne? Admiral, der Geheimdienst der Sternenflotte, wird sich sehr über die Existenz einer neuen Verbindung interessieren. Wir sollten so schnell wie möglich Bericht erstatten. Der Transporterraum 1 ist bereit, Sir. Warte, da hinten war was zum Scannen, das weiß ich noch. Ja, jetzt. Muss ich zwar einmal hier durch Odos Kumpels und so durchlaufen. Eklig. Ja, ich weiß. So. Zack. Gehen wir auch mal von hier hinten zurück. Da bin ich, war. Ah, fertig. Gut gemacht, Admiral. Die Sternflotte hat über Urias 3 Quarantäne verhängt. Die Formwandler werden bekommen, was sie wollten. Vielleicht sind sie eines Tages bereit, Freundschaft mit uns zu schließen. Mit diesem Sieg über Lars und Lamat Ukan denke ich, dass die Macht dieses Möchtegern-Dominions abgebrochen ist. Dank ihnen ist die Föderation heute sicherer. Ja, wir sind gut. Weiß ich. So gut. Was nehme ich denn? Das da? Ne, wird beim Aufheben gebunden. Beim Aufheben mit Kaum gebunden. Nehmen wir das da. Gut, dann, haben wir auch den Freitag erledigt. Denk nächste Woche Mittwoch ein Briefing mit Anno und Chakoti. Genau. Bis dahin macht's gut und schwingt einen Hut. Also auf ja. Hitbox TV übrigens. Hitbox TV. Genau. Nächste Woche Mittwoch wieder 20.15 Uhr Hitbox TV. Anno, das bessere als Twitch. TV. Das bessere Twitch, genau. Bis dahin. Vielen Dank fürs Einschalten und euch ein schönes jetzt beginnendes Wochenende.